Ist das nicht eine Karte? Ja, sieht verdammt danach aus. Was für eine Sprache mag das wohl sein? Ich kann es nicht lesen. Ich glaube, das ist sogar eine Karte von dieser Umgebung hier. Speisesaal? Ruhezone? Waschraum, Krankenstation und Energieversorgung. Du kannst das lesen? Was? Ja. Und wieso? Keine Ahnung. Schon okay. Gute Arbeit, Salty. Und? Wo können wir was Wertvolles finden? Hör auf, Rose. War doch nur ein Scherz. Glaub mir, Salty, wegen Roy brauchst du dir nicht so viele Gedanken zu machen. Aber ich kann dich verstehen. Schließlich ist er dein Pflegevater. Was ist ein Pflegevater? Das heißt, dass er nicht dein leiblicher Vater ist. Aber Roy ist mein Vater. Ja, aber eben nicht dein leiblicher Vater. Oh, da müssen wir rauf. Findest du bloß an Roy, dass du dir seinetwegen Sorgen machst? Was ich an ihm finde? Roy ist ein echt lieber Mensch. Er hat mich schon sehr oft gerettet. Und dir hat er doch auch geholfen. Zum Beispiel, als du dich wegen deiner Freundin rächen wolltest. Er hat mir schon mal geholfen? Tja, zählt das überhaupt als helfen? Ich würde sagen, ja. Wirklich? Oh Mann! Wann zum Teufel kommen wir denn endlich oben an, hä? Reg dich doch nicht so auf, Rose! Hallo! Sind Sie immer noch nicht unten angekommen? Kasha, diese Männer tun wirklich, was sie können. Bitte lass sie in Ruhe, ja? Ja, aber... Was? Ihr habt jemanden gefunden? Gut, dann lasst uns mal sehen. Das ist der Verbrecher, den wir verfolgt haben. Chef! Singst du oft, Rose? Naja, ab und zu. Ist eine alte Angewohnheit. Wie soll ich sagen? Es entspannt mich einfach. Aha. Das klingt aber ziemlich schräg. Damit sind unsere Vorräte auch schon aufgebraucht. Oh, ich bin hundemüde. Wie weit ist es denn jetzt noch bis nach oben? Wir schaffen das schon, ganz bestimmt. Wenigstens du bist optimistisch. Wir geben unser Bestes, okay, Rose? Sag mal, Salty, wenn Roy sich wirklich so viele Sorgen um dich macht, müsste er doch langsam mal hier unten auftauchen, oder? Genau, bestimmt versucht er gerade unser Leben zu retten. Meinst du wirklich? Oh ja! Ganz sicher? Ja, ganz sicher! Mag sein, dass du recht hast, aber... Mein Stolz verbietet mir einfach nur hier sitzen zu bleiben und auf ihn zu warten. Und ich will nicht, dass er mir später damit in den Ohren liegt. Komm, lass uns weitergehen! Gut! Wie lange brauchen Sie noch, um sie zu befreien? War wohl doch zu viel versprochen, als Sie sagten, Sie könnten sie retten. Nein, war es nicht. Geben Sie uns noch ein wenig Zeit. Wir geben alle unser Bestes. Hören
sie! Beruhige dich, Kasha. Gibt es vielleicht irgendwas, was ich tun könnte? Wenn er nichts tun kann, typisch. Ist irgendjemand verletzt? Tom und Orlando. Bringt sie sofort ins Krankenhaus. Kasha, komm, mein Schatz. Seid ihr verrückt? Ihr dürft jetzt nicht einfach abbrechen. Hören Sie, der Boden ist zu weich. Wir haben sowieso genug Schwierigkeiten voranzukommen. Und unter den gegebenen Umständen können wir nicht riskieren, weiterzumachen. Roy nicht. Wahrscheinlich würde es dabei nur noch mehr Opfer geben. Hätten wir einen anderen Eingang gefunden, sähe die Sache besser aus. Es tut mir leid, aber ich bin für die Sicherheit meiner Männer verantwortlich. Dann mache ich's eben allein. Warte, Roy! Hey, was willst du alleine ausrichten, alter Mann? Wer seid ihr? Das sind die Brüder von Rose. Ich habe sie gerufen, weil sie uns helfen könnten. Hey, Chef. Du hast gesagt, es sähe besser aus, wenn man einen anderen Eingang finden würde, oder? Ja, stimmt. Es gibt einen. Sie ist ziemlich alt, deswegen haben wir verdammt lange danach suchen müssen. Auf dieser Disk befindet sich ein Plan dieser Stadt. Seid ihr sicher, dass es hier ist? Ganz sicher. Denn laut Plan befindet sich an dieser Stelle eine Öffnung, die der Stadt zur Luftversorgung diente. Der Durchmesser ist etwa 4 Meter. Ist das genug? Ja, dürfte reichen. Gut, Männer. Wir durchbrechen jetzt den Beton. Jawohl, Chef! Könnten Sie uns dabei helfen? Selbstverständlich. Was ist das? Unter dieser Klappe befindet sich ein externer Anschluss an das Computersystem der Stadt. Ich werde mich jetzt dort einloggen. Nun, wie Sie vielleicht wissen, sind die unterirdischen Städte vor langer Zeit gebaut worden. Damals wurden natürlich andere Schnittstellen benutzt als heute. Doch zum Glück haben wir einen Adapter. Bekommst du das hin? Bruder, ich bin doch kein Anfänger.